Herzlich willkommen zu einem kurzen Ankündigungsvideo, was ich hier mal extra für euch mache. Ich habe das alles eigentlich schon während einer Aufnahme von League of Legends gemacht. Also das alles, was ich euch jetzt erzählen möchte, ja, erwähnt und so weiter und so fort. Jedoch gibt es da ein paar Probleme. Irgendwann werde ich das auch hochladen, so als kleines extra Video, Entschädigungsvideo. Dazu komme ich auch gleich noch. Denn in der letzten Zeit ist ja so wenig gekommen und so weiter. Aber irgendwas buggt dort die ganze Zeit rum und ich krieg's einfach nicht gebacken. Das wird noch ein bisschen dauern. Naja, werden wir ja sehen. Also, was ich jetzt so als erstes sagen wollte, was wohl die meisten interessieren wird, ist, dass das Minecraft Together Projekt bald wieder losgeht. Wenn alles wirklich sehr gut läuft, dann geht's direkt am Montag, welcher ist der Montag denn? Der 23. Dann geht's am 23. direkt wieder los mit, ja, Minecraft Together. Das Problem bislang bestand da einfach nur, dass die Server rumgebuggt haben wie die Sau. Wirklich, die haben die ganze Zeit Blöcke wieder aufgebaut, die man abgebaut hat. Und Blöcke, die man abgebaut hat. Nee, warte mal. Blöcke, die man aufgebaut hat, haben die. Was habe ich denn jetzt eigentlich von den beiden gesagt? Egal, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr versteht die Problematik. Und wir wollten an so einem kleinen Special arbeiten, was demnächst folgt. Deswegen, diese Woche war total hektisch. Nicht nur, dass ich jede Menge wegen der Schule machen wollte. Also nicht wollte, sondern musste. Und nein, das war nicht das Einzige, weil. Baum, nein. Weil ich musste noch, also musste nicht, sondern auch wollte dieses Mal an einem Spezialprojekt arbeiten. Das wird ziemlich groß und aufwendig. Ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen. Das kommt demnächst. Genaues Datum wissen wir nicht. Wird aber super. Ich habe mich echt kaputt geröffelt. Und ich hoffe, ihr werdet das auch tun. Also, wow. Ja. Das, was ich schon erwähnt habe, der League of Legends Part kommt demnächst. Das war ein 101. Also 1 gegen 1. War, glaube ich, auch kurzzeitig mal, also öffentlich. Dann kamen jedoch die SOPA-Proteste, wo ich ja mitgemacht habe. Und dann war es wieder als privat. Und dann habe ich bemerkt, dass da komplett, also Fehler über Fehler irgendwie bei YouTube. Auch auf meinem PC. Ich weiß nicht, was da los ist. Auf jeden Fall funktioniert es so nicht ganz. Ich versuche es jetzt in zwei Parts zu splitten. Und ja, wie gesagt, wartet's ab. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas vergessen habe zu sagen. Ach ja, ich habe es nicht wieder öffentlich gestellt nach den SOPA-Protesten, weil wäre ja auch dumm, wenn ich irgendwas öffentlich stelle, was irgendwo Fehler hat. Ja, und da ich jetzt auch mehr Zeit habe, weil das Wichtigste für die Schule ist jetzt soweit getan, kommt demnächst wieder das Xenoblade Chronicles Let's Play. Ich hoffe, ich schaffe es bis Montag. Also ich hatte es mir fest vorgenommen eigentlich. Naja, werden wir ja sehen. Da, ja. Falscher Anfang ist falsch. Wir haben, also wir sind jetzt Mark alias Daniel vom Kanal GamesMoys95, haben einen neuen Together-Kanal gemacht, wo ab sofort, also nicht ab sofort, sondern alle kommenden Together-Let's Plays hochgeladen werden. Wie, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Ich hoffe, ich darf es an dieser Stelle sagen. Ein Spiel, was so ein bisschen, ja, ich sag's einfach frei raus, Portal 2. Das werden wir demnächst als, also das könnte noch ein bisschen lange dauern, weil wir haben einfach beide, naja, wir müssen uns darauf einigen, wenn wir damit anfangen und erstmal muss ja Minecraft wieder in Production gehen. Ja, das wird zukünftig auf dem neuen Kanal sein. Ich werde einen Link hier drunter schreiben oder auch jetzt ins Video oder so. Keine Ahnung, werden wir ja sehen. Der Kanal heißt Together Sponken. Oder auch, wie wir ihn gerne genannt haben, Sponks Errors. Vielleicht versteht ihr ja diese Anspielung. Vielleicht auch nicht. Mal sehen. Und das Letzte, was ich in diesem Video noch erwähnen wollte, ist, ich habe mir einen privaten TeamSpeak 3-Server erstellt. Der läuft jetzt über meinem Computer und über meine Internetleitung. Den habe ich ab und zu mal offen. Wir könnten mal gerne drauf connecten. Und, mal gucken, wenn wir drauf sind. Vielleicht labern wir ja ein bisschen mit euch. Kann alles sein. Werden wir sehen. Da gibt es halt auch einen öffentlichen Raum, wo jeder connecten kann und so mehrere Unterräume, wie zum Beispiel für League of Legends. Das liegt aufgrund des mir gerade eingefallenen Punktes, den ich doch noch erwähnen wollte. Und zwar werden ich, also, nee,
Toni und ich, man will ja höflich bleiben, Toni und ich werden demnächst, was heißt demnächst? Wir wissen auch noch nicht, wann wir das machen wollen. Einen Livestream machen, wo wir so ein paar Spielchen spielen, ein paar Together-Projekte vielleicht mal anfangen, die wir vorhaben zu machen, bis die jedoch regulär hochgeladen werden. Dauert das auch noch ein bisschen. Auf jeden Fall Livestream könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Ich laber jetzt auch schon knappe 6 Minuten. Und ja, sehen uns dann mal gerne bei meinen Projekten oder mein schneller Spruch, wenn euch dieses Video gefallen hat. Nein. Was hat euch hier dran zu gefallen? Also, sehen uns dann bei meinen Projekten, bei Daniels Projekten, keine Ahnung, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Ah ja, doch, eine kleine Sache wollte ich noch wegen Minecraft sagen. Und zwar, es könnte sein, das habe ich jetzt total verpeilt, es könnte sein, dass es ein paar Probleme geben wird mit Daniels Part. Da fehlt noch ein S hinten dran. Denn, ja, er weiß selber nicht warum, aber sein Fraps hat keinen Ton aufgenommen. Also vom Spiel und mich nicht. So, ja, mich nicht, genau. Und der musste jetzt meinen Ton einsetzen, den ich aufgenommen habe. Heißt, alle eventuellen Abbaugeräusche und Gehgeräusche und Creeper-Explosionen, die dort eventuell kommen, oder auch Zombie-Stöhnlaute, Skelette, die rumschießen oder so. Auf jeden Fall alles, was irgendwie mein Geräusch war, wird jetzt auch bei ihm beim Video sein. Denn wie gesagt, anders konnten wir das jetzt nicht lösen, weil was fehlt, das kann man auch nicht nachholen. Ja, dazu glaube ich, muss man nichts sagen. Ich hoffe, ihr versteht das. Ja, wir sehen uns dann gerne auch mal bei anderen Videos, außer bei Ankündigungsvideos. Bis denn. Tschö.